Ja, jede noch so rauschende Party hat irgendwann ein Ende und man muss in den mindestens genauso wichtigen Alltag zurückkehren. Der heißt bei uns Dritte Liga und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken morgen 14 Uhr im Wedau-Stadion, im alten Wedau-Stadion in Duisburg. Wir gucken auf das Spiel, natürlich auf die abgelaufene Pokalwoche mit unserem Trainermanager Rüdiger Ziel. Hallo. Und mit unserem Abwehrspezialisten und Ruhrpott-Beauftragten Lukas Böder. Servus. Rüdiger, ja, ich habe es erwähnt, rauschende Pokalnacht, überbordende Freude in mindestens der Stadt, wenn nicht sogar im ganzen Land. Wie kriegst du da jetzt wieder dieses Euphoriehoch eingefangen und in den Liga-Alltag übertragen? Ja, klar, war Feiern angesagt, absolut zu Recht. Und trotzdem, wenn ich jetzt heute das Training gesehen habe, waren alle fokussiert, mit Freude dabei, was auch in der Situation danach so einem Sieg auch normal ist. Aber mach mir da jetzt auch keine Sorgen, dass es morgen von der Motivation her schlecht wird, sondern im Grunde auch, wie es vor dem Spiel war, als wir gegen Aue gespielt haben, habe ich die Mannschaft genauso präsent gesehen, intensives Spiel abgeliefert. Und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass wir dann morgen auch wieder alles dran setzen werden, da 3 Punkte zu holen. Lukas, wir müssen dringend über deine Rettungstat im Gladbach-Spiel reden. Mit welchem Körperteil hast du da die Führung von Gladbach verhindert? Hüfte oder doch verlängerte Rückgrätsche? Oh, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich habe irgendwo Hüfte, Hintern, irgendwie habe ich dann dagegen bekommen. Ich hatte keinen Abdruck, dementsprechend konnte ich das nicht herausfinden, wo er wirklich gegengeknallt ist. Aber ja. Deswegen, irgendwas habe ich hingehalten, ja. Geahnt, antizipiert. Nee, ich habe mich einfach nur frühzeitig abgesetzt auf die Linie und habe einfach nur gehofft, eigentlich, dass ich ihn abbekomme. Die Wahrscheinlichkeit war nicht mal so hoch, glaube ich, eigentlich. Aber in dem Fall eher ja, jede Menge Glück gehabt einfach, ne? Hat man dann nach so einer Rettungstat schon mal das Gefühl, da könnte heute was passieren, wenn die solche Dinger nicht reinmachen? Könnten wir vielleicht hinten raus was reißen? Ja, in der Situation habe ich nicht daran gedacht, dass wir was reißen können, sondern dass wir nach und nach mehr auf unser Tor bekommen. In der Situation sind wir mehrere Konter reingelaufen. Da war es so, dass ich eher dachte, boah, wir müssen aufpassen, dass nicht noch so ein Ding kommt. Da habe ich jetzt noch nicht daran gedacht, dass wir ja, irgendwas jetzt hier ziehen können unbedingt. Also eher kontraproduktiv. Die Mannschaft zeigt ein Pokalgesicht und alle wundern sich. Ich habe so viele Presseanfragen bekommen, wie schafft er es, im Pokal so toll zu performen und dann im Liga-Alltag da irgendwo im Mittelfeld rumzudümpeln. Kann man das irgendwie erklären? Ist mir zu negativ, was die Liga anbetrifft. Ich glaube, wir waren in sehr vielen Spielen, die wir unentschieden gespielt haben, waren wir die bessere Mannschaft, haben es nicht geschafft, einfach die Tore zu erzielen, um die Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Wir sind nicht zufrieden mit der Tabellensituation, das ist Fakt. Aber die Art und Weise, wie wir da, klar, auch eine andere Voraussetzung immer wieder in den einzelnen Spielen, wie jetzt im DFB-Pokal. Aber wie wir die Spiele gespielt haben, war das jetzt nicht zum Haare raufen, nicht zum Verzweifeln. Das war oftmals schon eine ordentliche bis gute Leistung mit mehr Torchancen als der Gegner. Und wir hatten es einfach nicht geschafft, diese Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Und ich glaube, das ist das, was der Unterschied ist dann zum DFB-Pokal, wo wir sehr wenige Torchancen hatten in jedem Spiel, aber das Maximum rausgeholt haben. Ich glaube, jedem Spiel hat 2 Tore geschossen. Ich glaube, wenn wir ähnliche Ausbeute in der Liga hätten, dann würden wir mit ganz großem Abstand Tabellenführer sein. Ist nicht so. Auf der einen Seite froh, dass es im Pokal so gut klappt. Ärgern, dass es in der Liga nicht so funktioniert. Aber ich glaube, die Tendenz einfach die letzten Wochen mit den Ergebnissen, mit der Art und Weise, ist positiv insgesamt. Und wollen wir da einfach dran ansetzen, dass wir jetzt auch gegen Duisburg das fortsetzen können, was jetzt auch hier gegen Aue richtig gut war. Ich habe es erwähnt, Junge aus dem Ruhrpott, aus Essen, Duisburg nicht weit weg. Was erwartest du morgen für eine Stimmung im Stadion und vor allen Dingen auch für eine Mannschaft von Duisburg, die ja auf Teufel komm raus gewinnen muss, um aus dieser Situation rauszukommen? Ja, also ich kenne den MSV ja auch. Ich kenne die Fans. Der ganze Verein wird alles reinschmeißen: Fans, Mannschaft, Staff, alles Mögliche. Dementsprechend wird es ein sehr, sehr unruhiges Spiel, denke ich. Der Kessel wird brennen. Damit müssen wir uns,
auseinandersetzen. Ich glaube, vielleicht tut uns das auch ganz gut, dass da auch ein lebendiges Stadion ist. Wird ein intensives Spiel. Und der MSV wird alles reinwerfen. Und dementsprechend müssen wir auch alles reinwerfen, um dann am Ende des Tages zu gucken, ob wir den Sieg holen können oder halt nicht. Rüdiger, wie ist der Kader durch diese Pokalwoche gekommen? Was kannst du morgen mitnehmen? Im Grunde sind alle einsatzfähig. Patrick Sontheimer ist gesperrt. Ansonsten bleibt es bei den Langzeitverletzten und alle, die am Dienstag mit dabei waren, sind und auch jetzt morgen mit dabei. Das waren unsere Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Frage an Rüdiger. Normalerweise spricht man ja nach so einem Spiel von einem Liga-Alltag. Jetzt hat der Verein heute Morgen, ich glaube, es ist ein Branding angekündigt, Road to Berlin. Ist dir ein bisschen zu viel Pokal schon im Vordergrund, weil vor Berlin steht ja erstmal noch Kaiserslautern, ist ja auch eine ligahöhere Mannschaft, auch wenn der eine oder andere das vielleicht vergisst. Und es geht ja auch so ein bisschen um Wettbewerb. Man spielt beim Abstiegskandidaten, da will man wahrscheinlich auch selbst, wenn man jetzt sagen würde, die Saison nach oben ist schwer vorstellbar, dass noch was geht, aber man will sich auf keinen Fall irgendwie vorwerfen lassen, dass man da jetzt im Hinblick auf Pokal alles abschenkt und sich dann eventuell auch noch Sympathien, die man sich jetzt erarbeitet hat, kaputt macht, indem man da irgendwie ja, was wegwirft. Wie siehst du die Situation? Ja, ich glaube, wir tun alle gut daran, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, sonst stolpert man. Es ist, glaube ich, gut, sich zu fokussieren jetzt einfach auf das nächste Spiel. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft extrem fokussiert war für das Spiel gegen Aue, dass wir da extrem intensives Spiel an den Tag gelegt haben, da sich keiner geschont hat. Im Gegenteil, ich glaube, in der ersten Halbzeit wahnsinnige Laufwerte hatten, Sprintwerte. Und das wollen wir auch morgen machen. Das klar, irgendwo Kaiserslautern bei vielen im Kopf ist einfach so, das kann man auch nicht wegwischen. Und trotzdem ist es einfach wichtig für uns, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Mannschaft extrem fokussiert ist auf die Liga, weil mit dem Anpfiff, das glaube ich, das hatte ich auch vor dem Aue-Spiel hier gesagt, mit dem Anpfiff möchte jeder Spieler seinen Zweikampf gewinnen, möchte jeder Spieler ein Tor schießen, jeder Spieler das eigene Tor verteidigen und unbedingt dieses Spiel auch gewinnen. Und von daher ist mir da überhaupt nicht bange. Und wenn dann drumherum viele an was anderes denken, dann ist das so. Ich glaube, wir sind da fokussiert und wollen das Spiel morgen unbedingt gewinnen. Ich wollte eigentlich auf zur Liga was fragen, aber wenn Dominik jetzt schon hinspringt, dann würde ich mich kurz anschließen. Wieder so ein komisches Gefühl irgendwie, wie gegen Gladbach, jetzt gegen Kaiserslautern hat man auch irgendwie so das Gefühl, jetzt sind die favorisiert. Das ist doch irgendwie total seltsam, die Situation, die hier entstanden ist. Ist das dann wieder die gleiche Anmutung bei dir zu sagen, was für ein Blödsinn eigentlich? Jetzt für welches Spiel? Nein, dass man jetzt sagt, wir sind ja bei dem, ich bin jetzt auch gedanklich noch bei dem Lautern-Spiel schon. Sowas zu sagen, dann, das ist ja total seltsam. Also ich habe das im Grunde mit dieser Frage abgehakt, dass wir den Fokus legen auf das nächste Spiel. Unser Fokus ist auf Duisburg. Und wenn wir dann, wann ist das Spiel? Samstags spielen wir gegen 30.03. spielen wir gegen Rot-Weiß Essen um 16.30 Uhr. Und wenn wir dann um 18.30 Uhr das Spiel beendet haben, können wir über Kaiserslautern sprechen. Alles klar, bin ich bei dir. Dann gucken wir auf den Gegner. Kannst du uns zwei, drei Sätze sagen, so erste wahrnehmen, was du wirst wahrscheinlich was geguckt haben, was kannst du sagen? Ja, die versuchen mit aller Macht die Klasse zu halten. Das sieht man, glaube ich, auch an den Transfers, die sie noch im Winter getätigt hatten. Und insgesamt, wenn man die Einzelspieler sich betrachtet, deutlich höhere Qualität als der Tabellenplatz das widerspiegelt. Kriegen sie in der Mannschaft jetzt die letzten Spiele ein bisschen besser auf dem Platz, aber entsprechend Punktausbeute nicht so, wie die Ansprüche dort, glaube ich, von jedem Einzelnen und von dem Verein auch sind. Liegt an uns, dass sie nicht mehr Punkte holen. Deswegen, wir sind gewarnt, haben gutes Tempo auf den Außenpositionen, haben mit Ginczek, mit Esswein erfahrene Spieler in der vordersten Linie, gute Körpergröße mit dabei, von daher wissen wir einfach, was jeder einzelne Spieler kann und was sie jetzt auch in der Gruppe zusammen gut verteidigt haben, haben wir der Mannschaft heute auch gezeigt schon. Deswegen sind wir da auch gewarnt und müssen da auch wieder eine gute Leistung bringen. Muss man dann jetzt mit Kräften haushalten oder ist das Mimi-Gespräch von draußen, du sagst, hey, das sind Fußballprofis, die können hier auch mal 3-4 Spiele gehen, auch wenn ein Pokalspiel dagegen dazwischen ist, oder musst du jetzt wirklich gucken, ein bisschen mit den Jungs haushalten?
Ja, ich glaube, Vorteil war, dass wir dienstags gespielt haben. Und ich glaube auch gegen, nach dem Bayern-Spiel, das mittwochs war, haben wir dann Samstag schon gegen Sandhausen gespielt. Kassieren wir in der Nachspielzeit ersten Ausgleich. Nach dem Frankfurt-Spiel haben wir in Freiburg 4-0 gewonnen. Also ich glaube, dass die Mannschaft das umsetzen kann, auch in der englischen Woche, hat sie bewiesen. Von daher werden wir vielleicht ein, zwei Veränderungen auch haben. Das ist einfach so. Mein Carlo Rizzuto ist wieder mit dabei, Simon Steele ist wieder voll einsatzfähig, Julius Biada ist voll einsatzfähig. Da sind schon ein paar Optionen, die einfach eine richtig gute Qualität auch haben. Und da müssen wir dann für morgen dann gute Entscheidungen treffen bezüglich Startelf und dann auch mit, was mit den Wechseln dann auch dann während dem Spiel möglich ist. Lukas, Frage an Lukas, kann so ein Sieg dann, oftmals ist es immer so, dass man dann so ein bisschen, wenn die Endorphine raus sind aus dem Blut, so ein bisschen absackt, vielleicht aber auch genau das Gegenteil. Wie schätzt du es ein, dass man sagt, da können wir auch totale Kraft ziehen für jetzt für die Liga? Wie siehst du da die Balance? Ja, also na klar, man hatte jetzt den Tag Regeneration, wo man halt dann auch auf jeden Fall runterfahren muss, halt na, auch dann den Körper leer hat. Aber genauso zu den Spieltag fährst du halt wieder hoch, ne, und lädst dich wieder auf, hast wieder Energie. Jetzt gerade beim Training hat man es auch gemerkt, alle versuchen sich auch wieder diese Energie zu ziehen und sich reinzuschmeißen. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass es eine ganz normale englische Woche irgendwo ist, dass man da einen Tag halt runterfährt, um dann halt wieder trotzdem voll durchzustarten. Und das ist jetzt nichts anderes, ob DFB-Pokal in der englischen Woche ist oder ein normales Ligaspiel in der englischen Woche ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es einfach ganz normal Energie wieder hochfährt und wir daraus ja, Kraft schöpfen sollten, wenn wir wieder einen Sieg eingefahren haben. Bist du in Sachen Kaiserslautern beim Coach total auf die Bremse oder vielleicht zu sagen, nee, warum, ich kann da gerne schon mal ein paar Wochen vorausschauen, das stört mich nicht in meiner Konzentration auf die Liga? Nee, ich glaube, also wir sollten uns auf jeden Fall jetzt einfach darauf konzentrieren, bis das Spiel kommt. Und jetzt können wir uns erstmal gucken, dass wir die Liga absolviert bekommen, die Spiele. Und da wird genug drüber gesprochen, aber ich glaube, wir sollten immer wenigstens, wenn wir auf dem Platz sind, auf das konzentrieren, was ansteht und was zeitnah ansteht. Und das andere sollten wir erstmal weiter nach hinten schieben. Aber Samstag in der Sportschau schon jetzt mal Auge auf Kaiserslautern, dann auf die Beiträge, oder? Schon mal in die Analyse gehen, genau, ja sicher. Ja, der Dominik hat eben gesagt, in der Liga geht es womöglich nicht mehr so viel. Seht ihr das in der Mannschaft auch so? Ich meine, es sind ja nicht so viele Punkte. Nee, ich glaube, also wir müssen jetzt nicht sagen, dass da nichts mehr geht. Dass es schwierig ist, das kann man schon so sagen, denke ich, weil da sind genug andere Vereine, die das ähnlich haben, weil alle Vereine relativ eng beieinander stehen. Aber wir sollten jetzt nicht uns einreden, da geht gar nichts mehr, sondern sollten dran glauben, dass da was geht. Und dementsprechend brauchen wir alle Punkte, die es irgendwo gibt. Und die versuchen wir uns jetzt zu holen. Und dann, wenn wir am Ende des Tages schauen, was die anderen machen halt, das ist ja auch abhängig davon. Und dementsprechend, wir wollen ja, wie immer eigentlich halt jedes Spiel gewinnen und darauf müssen wir uns wieder fokussieren und alles reinschmeißen und dann werden wir schauen, was dann am Ende des Tages die Tabelle hergibt. Willst du vielleicht auch noch? Ja, also ich glaube, wir gehen jedes Spiel rein und wollen das gewinnen. Schaffen wir nicht immer. Haben wir jetzt zu viele Unentschieden gemacht, aber von daher, wir sind ein Spiel hinten dran noch. Ich glaube, da kann man Mitte April kann man da nochmal mehr dazu sagen, wie die Situation dann ist, wenn da wirklich auch dieses Nachholspiel gespielt ist. Für mich gilt es jetzt wirklich zu gucken, dass wir morgen eine gute Leistung bringen. Lukas, du hast eben gesagt, das wird ein unruhiges Spiel, auch durchs Publikum bedingt. Lass uns mal ein paar Monate zurückblicken. Habt ihr eigentlich den Aufstieg vielleicht liegen lassen bei diesem Spiel gegen eine Mannschaft, die, für die es um nichts mehr ging, die sich irgendwie total in dieses Spiel reingebissen hat, ein Publikum, was angesprungen ist, was euch hinterher extrem mit Häme übergossen hat? Ist das so ein bisschen auch im Hinterkopf? Und auch wenn jetzt vielleicht die Beine ein bisschen schwerer sind, dass man sich daran auch hochzieht, hey, hier war was, denen zeigen wir es mal, oder wäre das zu groß? Ja, so, also man muss es nicht größer machen, als es ist, aber ich glaube natürlich, ne, die Jungs, die damals dann halt schon da waren und das Spiel erlebt haben, die verbinden das auf jeden Fall natürlich mit und deswegen umso wichtiger da einen Schlussstrich zu setzen und Punkte zu sammeln und einen Sieg zu holen, um das ein bisschen vergessen zu machen. Aber wie gesagt, das Spiel wird dadurch jetzt nicht unbedingt größer, aber na klar, haben wir das schon im Hinterkopf, dass wir da damals Punkte liegen lassen haben. Und dementsprechend wollen wir da jetzt auf jeden Fall voll punkten.
Rüdiger, ich habe diese Woche gelesen, dass der MSV dann stark wäre, wenn man sehr, Schommers hat das auch so ein bisschen bekräftigt, wenn man sehr stabil steht und in Umschaltsituationen mit schnellen Spielern kommt. Die Karten liegen eigentlich auf dem Tisch. Ihr habt jetzt eigentlich seit einigen Monaten auch relativ stabil gespielt. Wie geht ihr dieses Spiel an? Also ich glaube nicht, dass er Ihnen diesen Gefallen tun wollt, so die überlassen uns jetzt mal den Ball und jetzt gucken wir mal und lassen uns auskontern. Ja, ich hatte ja erwähnt, wir haben ein ordentliches Tempo auf den Flügeln, auch vorne, deswegen da sind wir gewarnt. Und ich glaube, dann doch nochmal auf den Pokal zu kommen, da war jetzt das Spiel am Dienstag auch Warnung genug, wenn wir da sehr offen und immer einen Schritt zu spät sind, dass wir uns da sehr viele Konter einfahren können. Von daher wird es morgen ein bisschen eine andere Herangehensweise auch sein, dass wir da nicht die Räume geben, die Duisburg haben möchte. Auch personell bedingt, also sagst du dann, vielleicht bringe ich auch anderes Personal, um das hinzukriegen, was du vorhast? Oder sagst du denen, Entschuldigung, oder sagst du denen, die da sind, anders Herangehensweise? Ja, das ist bei den einzelnen Entscheidungen mal so, zum einen auf Hinblick, was macht der Gegner, was macht er einfach gut, aber auch so grundlegend, was ist die eigene Spielidee auch im Ballbesitz, dann Entscheidungen zu treffen. Plus ist schon ein Thema angesprochen, Belastung, ein, zwei Spieler haben wir schon dabei, die vielleicht in der Vergangenheit verletzungsanfällig waren, die man vielleicht draußen lässt. Dann sind keine Fragen mehr erkennbar. Kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Morgen 14 Uhr Schauinsland Reisen Arena in Duisburg. 14 Uhr Beginn. Übertragen in Magenta und bei uns im Fanradio. Und dann danach auch mit einem Hauptspiel in der Sportschau in der Zusammenfassung. Wir werden von mindestens 1200 Fans begleitet. Wir werden also nicht alleine da stehen in diesem Kessel, wie du es beschrieben hast. Es ist immer wieder ein Erlebnis, in diesem Stadion zu sein, auch nie langweilig. Freuen wir uns also auf ein tolles Spiel mit einem besseren Ergebnis als zuletzt und schaffen uns da eine angenehme Voraussetzung für eine Osterwoche mit einem Pokalspiel bei Borussia Neunkirchen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein erfolgreiches Wochenende, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.